In dieser Folge des Systemischen Instituts für positive Psychologie in Köln geht es um systemische Prozessgestaltung. Wie gestalte ich Therapie, Coaching oder Supervisionssitzungen so, dass unsere Klienten und Klientinnen möglichst viele Impulse mit nach Hause nehmen können, dass ich ihre Selbstorganisation so stärke, dass sie kreativ ihre eigenen Lösungen für ihre eigenen Probleme finden können. Die Idee ist, dass der Wechsel zwischen scheinbaren Widersprüchen genutzt werden kann, um kreatives Denken zu beflügeln. Dass also der Wechsel zwischen einer Innen- und Außenperspektive nützlich sein kann, um die Selbstorganisation der Klientinnen zu aktivieren. Aber auch der Wechsel zum Beispiel zwischen Pacing und Leading. Der Wechsel zwischen Stabilisieren und Irritieren. Der Wechsel zwischen einem Fokus auf dem Hier und Jetzt und der Zukunft oder der Vergangenheit. Und der Wechsel zwischen konkretem Denken und vielleicht eher abstraktem Denken. Oder zu guter Letzt der Wechsel zwischen sprachlichen Arbeiten und bildlichen oder körperlichen Arbeiten. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde. Mein Name ist Jens Förster. Ich bin systemischer Coach, Supervisor, Berater und Therapeut. Und ich bin auch Lehrtherapeut und in dieser Funktion möchte ich euch heute hier am Boden liegend in meiner Praxis an der Bonner Straße 242 in Köln die Liegende Acht vorstellen. Die Liegende Acht ist ein von mir entwickeltes Prozessmodell, das sich dazu eignet, zu beraten, zu therapieren, zu coachen, zu supervidieren und was sich für mich als sehr nützlich erwiesen hat. Und ich möchte euch einfach dazu einladen, das auch mal bei euch im praktischen Alltag zu benutzen und zu verwenden, um herauszufinden, ob es für euch genauso nützlich ist wie für mich. Ich habe dieses Prozessmodell vor allen Dingen für die therapeutische Praxis und für die Coaching- und Supervisionspraxis entwickelt und ich finde das so super nützlich, ja, dass ich es euch gerne vorstellen möchte und es ist auch Teil meiner Lehre geworden, weil es systemische Ansätze vereinigt. Was ihr hier seht, ist sozusagen die liegende Acht, die Lemniskarte und viele von euch werden das sicherlich assoziieren mit dem Unendlichkeitszeichen. Und das ist auch eine Bedeutung dieser Lemniskarte. Eine andere Bedeutung ist die der Integration von Widersprüchen oder von Gegenteilen. Und in dieser Bedeutung nutze ich die Lemniskarte für meine Arbeit. Ich habe einfach gemerkt, dass diese Vereinbarkeit von Widersprüchen oder die Integration von Widersprüchen im therapeutischen Prozess sehr nützlich sein können. Ich denke aber auch, dass ich da auf dem Wege zu einer richtigen Theorie bin. Und ich habe ja als Professor für Sozialpsychologie 17 Jahre lang viele Theorien entwickelt. Das heißt, ich habe ein bisschen Erfahrung damit, wie man Theorien baut. Und ich glaube, dass diese Liegende auch das Potenzial hat, neue Methoden zu entwickeln, zu generieren. Und deshalb würde ich das Theorie nennen. Gut, vielleicht wird das viele nicht so interessieren. Ich fange mal mit den praktischen Implikationen an. Also was kann ich denn hiermit machen und wie kann ich das nutzen, ja, um Menschen in ihren Prozessen zu begleiten? Die Frage mag sich jetzt stellen, was kann ich mit dieser liegenden Acht denn in der therapeutischen Praxis anfangen? Okay, hier einmal eine Kurzversion für die Ungeduldigen von euch. Die liegende Acht ist für mich eine Haltung, die ich im Kopf habe, wenn ich Therapiesitzungen oder Coaching-Sitzungen vorbereite und wenn ich mich in ihnen befinde. Ja, nehmen wir mal an, hier kommt eine Klientin rein und die berichtet mir von ihren Führungsschwierigkeiten. Sie ist ganz verzweifelt, weil sie hat irgendwie den Eindruck, sie kann nicht gut führen. Sie ist eine junge, weibliche Führungskraft in einer Männerwelt und sie möchte das mit mir besprechen. Und jede und jeder, der in diesen modernen Zeiten einen machtkritischen Führungsstil entwickeln möchte, weiß, wie schwierig das sein kann. Um auf eine passende individuelle Lösung zu kommen, kann ich Sie bitten, doch einmal in die Innenschau zu gehen. Ja, zu erzählen, wie denn die konkreten Situationen ablaufen, in denen sie sich nicht so gut fühlt.
Und in dieser Innenschau wird sie vermutlich auch Emotionen zeigen. Ja, sie wird vielleicht weinen, sie wird vielleicht traurig werden oder vielleicht auch wütend oder ängstlich. Jedenfalls würde ich das als Innenschau betrachten. Die liegende Acht würde mich jetzt dazu einladen, nach einer gewissen Zeit, sagen wir mal so 20, 25 Minuten, wenn wir diese Innenschau genau einmal erforscht haben, dann nach außen zu treten, von innen nach außen, also den Gegenpol von innen, nämlich außen zu bedienen. Und da haben wir ja in der systemischen Arbeit zahlreiche Methoden, die diese Außenperspektive ermöglichen. Ich kann Sie zum Beispiel einfach einladen, einmal aufzustehen und auf die Stühle zu schauen, auf denen wir beide eben gesessen haben und die Situation von außen zu beschreiben, so als wäre sie einer Beobachterin. Ja? Wir wissen aus der systemischen Arbeit, dass das einen Impuls gibt, dass das ein Weitergehen ermöglicht in der Therapie und in der Sitzung. Naja, und ich kann Sie, wenn Sie da in dieser Außenposition war, kann ich Sie wieder nach einer gewissen Zeit bitten, wieder in die Innenschau zu gehen. Zum Beispiel, und das ist ja etwas sehr Spannendes, wenn wir auf Unterschiede achten, kann ich Sie bitten, wie sich Ihre Emotionen jetzt, da sie in der Außenschau einmal war, verändert haben. Ja, im Vergleich zu der Innenschau, die wir am Anfang der Sitzung hatten. Das heißt, ich wechsle also von innen nach außen, von außen nach innen, von innen nach außen. Das ist nur ein Gegenpol, den ich bedienen kann, ja, von innen nach außen. Bevor ich aber noch weitere Gegenpole oder Widersprüche bespreche, lasst uns mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Wenn wir uns noch mal ein bisschen vergegenwärtigen, was wir in der systemischen Arbeit überhaupt machen, dann würde ich das so beschreiben. Wir schaffen Rahmenbedingungen für Selbstorganisation. Ja. Die Klientin oder der Klient ist die Expertin oder der Experte für ihr Problem und sie ist auch die Expertin oder der Experte für die Lösung des Problems. Das heißt, ich begleite einen therapeutischen Prozess, ich baue Rahmenbedingungen für Selbstorganisation, für den therapeutischen Prozess in der Hoffnung, dass sie ihre eigenen Lösungen entwickelt. Und die kenne ich nicht. Ich kenne auch nach 40, 50 Stunden nicht alle Ressourcen, Talente, Erfahrungen, die diese Klientin mit sich bringt. Ja? Die kennt nur sie und die kann auch sie besser und schneller finden als ich. Und wir sind geschlossene Systeme. Ja, meine Klientin ist ein geschlossenes System. Ich bin ein geschlossenes System. Wir können kommunizieren, aber wir können uns im Prinzip nicht beeinflussen. Und darum ist es gut, erstmal Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen Selbstorganisation möglich ist. Okay, stellen wir uns einfach nochmal die Klientin vor, die zu uns kommt und eine weibliche Führungskraft ist und die mit mir über ihr Führungsverhalten reflektieren möchte beziehungsweise neue Impulse bekommen möchte. Jetzt kann ich natürlich irgendwo einfach mein Wissen auspacken und die ganze Forschung zu Führungsstilen. Das funktioniert normalerweise nicht gut, denn diese Klientin, die vor mir sitzt, hat das meistens schon irgendwo auf dem Schirm. Die hat Bücher gelesen und die weiß, welche Führungsstile es gibt. Wenn sie jetzt zu mir kommt und Hilfe braucht, dann heißt das ja, es hat dir bisher nicht geholfen. Sie braucht also eine kreative, individuelle Lösung. Und nehmen wir mal an, es handelt sich um folgendes Problem. Die Führungskraft möchte einen informellen Führungsstil pflegen, einen informellen Kommunikationsstil. Zum Beispiel duzt sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und es hat bisher auch ganz gut funktioniert. Nun kam aber die Corona-Krise und da beobachtet sie, dass sie plötzlich irgendwo nicht mehr ernst genommen wird als Führungskraft. Zum Beispiel an der Situation, dass einige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen trotzdem ins Büro kommen, obwohl sie Homeoffice verfügt hat. Und das kann dann tatsächlich etwas sein, was zu einem Konflikt führt und wo sie sich fragt, bin ich jetzt irgendwie zu informell oder bin ich jetzt irgendwie zu streng geworden? Und in diesem speziellen Coaching-Prozess kam dann auch eine ganz spezielle individuelle Lösung heraus. Denn sie entschied sich, dass sie ihren informellen, demokratischen Führungsstil gerne beibehalten möchte, dass sie aber auf der anderen Seite auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mehr ins Boot holen möchte. Und sie hat sich dann dazu entschlossen, Ärzte und Ärztinnen zu einer Sitzung einzuladen, wo alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mitdiskutieren konnten über die Maßnahmen. Und letztendlich kam dabei heraus, dass tatsächlich sie die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dazu bewegen konnte, im Homeoffice zu bleiben.
Sie hatte also damit eine Lösung gefunden. Und wenn ihr jetzt denkt, boah, das wäre überhaupt nicht meine Lösung gewesen, dann interessiert mich das gar nicht, weil es geht darum, eine Lösung für die Klientin, die vor mir sitzt, zu finden. Und die ist individuell und die kann man in keinem Buch nachlesen. Ja, was wir schaffen können als systemische Therapeuten und Coaches, das ist, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen kreative Prozesse aktiviert werden, getriggert werden, beflügelt werden, sodass die Klienten und Klientinnen, die vor uns sitzen, zu ihren eigenen individuellen Lösungen kommen. Und die müssen überhaupt nicht auf andere passen, sondern sie sind eben speziell. Sie sind individuell, sie sind nicht von der Stange, sie sind maßgeschneidert. Und ich denke, die liegende Acht gibt mir eine Möglichkeit, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen kreatives Denken in besonderer Weise möglich ist. Ja? Dadurch, dass ich Gegensätze bediene, dass ich wechsle, wenn ich zum Beispiel in die Innenschau gegangen bin, dann in die Außenschau zu gehen und von der Außenschau wieder in die Innenschau zu wechseln. Also das Gegenteil dessen zu tun, was ich vielleicht gerade 20 Minuten lang getan habe. Und ich glaube, dass dies eine Methode ist, um Systeme ins Schwingen zu bringen, ja, um eine Rahmenbedingung zu schaffen, die Kreativität ermöglicht, nämlich durch den Wechsel, durch die Integration von Gegensätzen, ja, durch die Integration von Schwarz und Weiß. Allein dadurch, dass ich irgendwo Schwarz und Weiß im Wechsel oder sogar gleichzeitig irgendwie anbiete, könnten neue Schattierungen, neue Ideen daraus erfolgen. Ja? Das heißt, ich entscheide mich nicht zum Beispiel in der Motivation, ja, wenn ich gehört habe von meiner Klientin oder von meinen Klienten, dass sie irgendwie mehr Selbstorganisation braucht oder Selbstmanagement, ja, sich selbst motivieren möchte, dann muss ich mich gar nicht entscheiden, ob ich jetzt mit ihr mit Smart-Zielen arbeite, ja, möglichst konkret, wie das ja auch wissenschaftliche Forschung und auch Erfahrungswissen hier in der Praxis zeigt, dass es manchmal ganz gut ist, Ziele konkret zu definieren, Smart-Ziele zu definieren. Ja, wenn zum Beispiel jemand abnehmen möchte, dann mit ihm oder ihr zu erarbeiten, wann machst du das, wo machst du das, mit wem machst du das, was ziehst du an, was kostet das, ja, genau, also das möglichst konkret irgendwie festzulegen. Auf der anderen Seite haben wir ebenso viel gute Forschung, die im Moment zeigt, dass auch das Gegenteil gut wirken könnte. Ja, Mottoziele zum Beispiel sind im Moment im Trend. Und die Zürcher, also die sehr geschätzte Kollegin Maya Storch, die zeigt das an ihrem Institut ja auch, dass also Mottoziele oder Sinngebung, so abstrakte Ziele wie gesund bleiben oder gesund sein, ebenso zum Ziel führen könnten, dass jemand in ein Fitnessstudio geht. Und ich würde jetzt gar nicht in diesen Streit mehr gehen, dazu lädt mich genau diese liegende Acht ein, in den Streit gehen, was besser ist, sondern ich würde das einfach wechseln. Ja? Ich kann auch 20 Minuten lang konkret an Zielen arbeiten und dann wieder 20 Minuten lang, um ein Beispiel zu geben, ja, kann ich doch dann wieder mit Mottozielen arbeiten und fragen, was ist denn der Sinn des Ganzen? Und irgendwie ja, abstrakte Ziele entwickeln, wie gesund bleiben, ganz abstrakt. Und hier kann ich dann gucken, ja, und was ziehen Sie denn an, wenn Sie da irgendwie ins Fitnessstudio gehen? Ja. Das heißt, scheinbare Widersprüche lösen sich in dieser Lemniskarte nicht auf, aber sie werden integriert, sie werden gewechselt und das, so glaube ich, könnte einen Input geben, eine gute Rahmenbedingung sein für die Entwicklung neuer Lösungen. Das heißt also, dieser Wechsel findet auf einer Prozessebene statt. Inhalte interessieren mich dann nicht so, ne? Also keine Ahnung, also Inhalte wie, soll ich mich scheiden lassen, soll ich mich nicht scheiden lassen? Also solche inhaltlichen Dinge interessieren mich in diesem Modell erstmal nicht. Die sind natürlich relevant, aber sie interessieren mich innerhalb dieser Überlegung jetzt erstmal nicht, weil ich denke, es gibt genug Prozessebenen, auf denen wir wechseln können. Zum Beispiel die Frage, sollen wir sprachlich arbeiten, ja, in der systemischen Arbeit? Oder sollen wir eher aufstellerisch arbeiten mit Bildern, mit Metaphern oder mit Körper? Und ich glaube auch da gibt es ja manchmal so Auseinandersetzungen, was günstiger wäre. Auch hier glaube ich, dass ein Wechsel Systeme ins Schwingen bringt oder eine Integration beider. Ich kann durchaus sprachlich arbeiten, aber ich kann vielleicht in der Sprache mehr bildliche Ausdrücke und Illustrationen bringen, mit Metaphern arbeiten. Oder ich kann auch, ne, wie ich es eben schon mal gesagt habe, auch wechseln. Ich kann ja durchaus mal eine Sitzung etwas malen lassen, ein Problem malen lassen und in der anderen Sitzung wieder drüber sprechen.
in der Hoffnung, dass daraus dann eine Lösung oder ein Lösungsimpuls gegeben wird oder ein Lösungsraum überhaupt erstmal betreten wird. Und Ähnliches, na, könnte ich mir auf anderen Prozessebenen überlegen. Prozesse sind ja, wie ich etwas gestalte und nicht was ich da mache, sondern wie ich etwas gestalte. Und auf einer anderen Ebene fragen wir uns ja immer, sollen wir driften lassen, also viel zuhören und die Klientin machen lassen, oder sollen wir auch steuern? Und meine Erfahrung ist, dass es da auch kein richtig oder falsch gibt, sondern es wird immer wieder Momente geben, wo ich erfahre, okay, es ist jetzt irgendwo sinnvoll, es ist nützlich, viabel zuzuhören, driften zu lassen, die Klientin mal machen zu lassen, was sie möchte. Meine Erfahrung ist aber, dass das irgendwann auch seine Grenzen hat und ich dann irgendwie sowieso ins Steuern komme. Und hier ist die Lernendes-Karte vielleicht eine Bewusstmachung von Prozessen, die sowieso passieren. Ja? Also nämlich dadurch, dass vielleicht auch eine Langeweile entsteht oder irgendwie ein Stillstand. Ja? So könnte man das ja auch ausdrücken. Und die Lernendes-Karte bringt das Ganze wieder in Bewegung. Also Pacing, Leading sind auch keine Widersprüche, sondern ich kann sie im Wechsel nutzen und kann mir sogar überlegen, wie sie sich irgendwo integrieren lassen. Ähnliche Überlegungen sind ja, bleiben wir in der therapeutischen Arbeit im Hier und Jetzt? Ist das wertvoller, als zum Beispiel in die Zukunft oder in die Vergangenheit zu blicken? Und da gab es ja auch Theorienstreite. Lohnt es sich überhaupt, in die Vergangenheit zu schauen? Können wir nicht gleich irgendwie anfangen, das Problem zu definieren und den Zielzustand? Ja? Vergessen wir also die Anamnese und gucken einfach nach vorne. Da kann man sich trefflich drüber streiten. Und für mich ist die Lernendes-Karte wieder eine Einladung, diese beiden auch zu integrieren und beides zu machen. Es hindert mich doch gar nichts daran. Wenn ich es für viabel halte, kann ich doch durchaus einmal, wenn die Klientin das möchte, in die Vergangenheit schauen und könnte in den nächsten Sitzungen dieses auch sozusagen erstmal vergessen oder ignorieren oder nicht behandeln und dann im Hier und Jetzt arbeiten, zum Beispiel mit Achtsamkeitsübungen. Oder ich kann dann in die Zukunft schauen, ja, im Sinne einer Wunderfrage, im Sinne einer ja, zeitlichen Arbeit, wie zum Beispiel der Timeline. Also daran hindert mich auch überhaupt nichts, beides zu machen und beides irgendwie zu integrieren. Mir kommt es so vor, als ob Stillstand dann entsteht, wenn ich irgendwo immer in einer Art und Weise begleite oder berate oder therapiere. Ja? Dass also dann irgendwie eine Langeweile in dem System entsteht, dass dann wenig Bewegung im System entsteht und dass sozusagen Bewegung im System durch Bewegung von außen entsteht, ja, indem ich eben innerhalb der Prozessebene, innerhalb des Wies, wie ich arbeite, ja, dass da Bewegung entsteht und dadurch neue kreative Impulse entstehen. Das heißt, es geht darum, Gegensätze zu bedienen. Ja, consider the opposite. Hast du das eine gemacht, dann mach doch mal das andere und dann wieder zurück und immer wieder wechseln. Und letztendlich ist es natürlich auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Es kann natürlich so sein, dass Klienten und Klientinnen besonders empfänglich sind, ja, bei einer Option. Vielleicht möchten sie einfach reden und haben keine Lust, Bilder zu malen oder irgendwelche Aufstellungen mitzumachen und dann ist es eben auch okay, ja. Nur ich glaube, dass insgesamt dieses einen Impuls geben kann für Therapie und Beratung. Das heißt, auch wenn man selbst irgendwo das Gefühl hat, festzustecken, doch einfach mal das Gegenteil zu versuchen. Und für mich ist das auch ein Vorteil dieser Lernendes-Karte, dass das etwas ist, was mir schnell einfällt. Also ich kann mir diese Bewegung irgendwie innerlich ganz gut vorstellen. Ich kann das ja auch irgendwie so ein bisschen vor mich hin machen. Einige meiner Klienten kennen das schon, dass ich irgendwann mal so mache und mich dann sozusagen daran erinnere, dass ich auch einmal etwas anderes machen kann, vielleicht das Gegenteil dessen, was ich gerade irgendwo gemacht habe. So, jetzt hatte ich versucht, euch ein bisschen zu erklären, was man mit der liegenden Acht oder der Lernendes-Karte so machen kann, ja, in der Praxis. Und im nächsten Schritt möchte ich euch die Theorie ein bisschen näher bringen. Für diejenigen, die theoretisch interessiert sind, die psychologisch interessiert sind oder auch ein bisschen philosophisch. Denn ich finde, das Praktische an Theorien ist ja, dass sie sehr abstrakte Gebilde sind, aus denen man dann ganz viele unterschiedliche Methoden und Maßnahmen noch entwickeln oder
ableiten kann. Und das finde ich spannend an Theorien. Also lass uns doch mal gucken, was wir damit machen können. Es ist ein Work in Progress, ja, ist längst nicht fertig, aber ich fand einige Gedanken einfach schon so interessant, dass ich sie mit euch teilen möchte. Ich habe diese Theorie Theodis genannt, und zwar die Theorie der hilfreichen Dissonanzen oder Theory of Helpful Dissonances. Das funktioniert im Englischen auch. Ihr könnt diese Theorie gerne übernehmen, ihr könnt sie gerne zitieren, ihr könnt darüber Experimente machen und Untersuchungen. Ich schenke sie euch, ja, das ist Open Space, und es wäre schön, wenn ihr mich dann da zitiert. Ich habe diese Theorie entwickelt mit Manfred Nussbaum, meinem Partner hier im Systemischen Institut für positive Psychologie. Wir sind in ständigem Austausch, was die Prozesse in der Therapie, in der Supervision und im Coaching angeht. Dahinter steckt ein bisschen eine Philosophie oder eine Neubetrachtung der westlichen Logik oder der aristotelischen Logik. Ja? Der gesamte Westen der Welt wurde ja geprägt von Aristoteles und von seiner Ansicht, was Logik eigentlich ist. Und er hat logische Sätze aufgestellt, die in der Physik eine große Bedeutung haben. Ja, so etwas wie A kann nicht nicht A sein. Das hilft mir zum Beispiel zu entscheiden, ob jetzt dieser Computer hier steht oder sich bewegt, ob er A oder nicht A ist. Ja? Und das ist eine ganz praktische Logik, insofern als ich jetzt entscheiden kann, der Computer steht hier und er bewegt sich nicht. Und diese Theorie oder diese Logik dahinter, die kann man auch als Widerspruchslogik kennzeichnen. Ja? Also es gibt entweder das eine oder das andere, es gibt entweder schwarz oder weiß. Nun gibt es einige berühmte Köpfe in der Psychologie, unter anderem auch Sigmund Freud, die gesagt haben, dass dieses Schwarz-Weiß-Denken in der Psychologie nicht immer funktioniert. Ja? Also es gibt ja durchaus den Fall, dass ich vielleicht meinen Vater liebe und gleichzeitig hasse. Also Schwarz und Weiß können in einer Person vereint sein. Und das ist gar nichts, was irgendwie so besonders ist, sondern es scheint die menschliche Psyche auszumachen, dass wir mit Widersprüchen leben. Man nennt das ja auch das Teile selbst, ja. Ein Teil von mir möchte vielleicht jetzt die fettige Sahnetorte essen und ein anderer Teil von mir ist figurbewusst, ja. Und diese beiden Widersprüche vereinigen sich in einer Person, ja. Und wie gesagt, das ist nichts Besonderes im Menschlichen. Es wird aber von der aristotelischen Logik ein bisschen übersehen, wenn man schwarz-weiß denkt. Erich Fromm hat dazu auch einen sehr, sehr schönen Aufsatz geschrieben, Psychoanalyse und Zen-Buddhismus, in dem er eine ganz andere Logik vorschlägt. Und zwar ist das die Logik des Tetralemmas, die wir ja auch in der systemischen Arbeit haben. Auf die möchte ich aber jetzt hier nicht weiter eingehen. Aber super interessanter Ansatz. Und ich habe mich mit Erich Fromm vor kurzem auseinandergesetzt. Ich durfte für den Verlag Book 21 in Südkorea durch die Welt reisen und die Wirkungsstätten von Erich Fromm besuchen und habe da eben auch Gelegenheit gehabt, tiefer in das Werk einzusteigen. Super interessant, es ist Psychoanalyse, ja, aber auf dem Weg hin finde ich in systemische Sphären und insofern auch immer wieder inspirierend. Die Idee, die jetzt hier für mich spannend war, war, dass Widersprüche vereint werden können. Und das ist in der Psychologie tatsächlich etwas, was auch durchaus nicht so ganz trivial ist, denn es gibt ja einen ganz großen Bereich in der Psychologie, der sich damit auseinandergesetzt hat, was Menschen machen, wenn sie Widersprüche erleben. Das ist die Dissonanztheorie von Festinger, ja, die im Prinzip beinhaltet, dass Widersprüche als unangenehm empfunden werden. Sie lösen Spannung aus und deshalb sind Menschen motiviert, sie anzugehen oder sie wegzuerklären. Und das ist Dissonanzreduktion. Herr Festinger hat behauptet, dass wenn ich zum Beispiel rauche und auf der anderen Seite doch weiß, dass das gesundheitsschädigend ist, dass das eine Spannung erzeugt, eine Dissonanz. Und als Mensch versuche ich, diese Dissonanz zu reduzieren oder aufzulösen. Ich kann das entweder machen, indem ich mein Verhalten ändere. Also wenn ich nicht mehr rauche, dann ist die Dissonanz nicht mehr da. Ja, dann habe ich meine Gesundheitsidee vielleicht und die steht in keiner Dissonanz mehr zu meinem Verhalten. Machen die meisten aber nicht. Festinger hat dann gezeigt, dass Menschen normalerweise die Dissonanz wegerklären. Dass sie so etwas sagen wie, naja, Rauchen ist ja tatsächlich nicht so schädlich. Mein Opa ist 90 geworden und hat 30 Zigaretten am Tag geraucht. Auch das, also das Wegerklären der Dissonanz, reduziert Dissonanz.
Ich war lange Zeit Fan dieser Theorie. Auf der anderen Seite aber gab es immer mehr Befunde, die gezeigt haben, dass längst nicht alle Menschen solche starken Dissonanzen erleben. Ja, und viele auch mit den Dissonanzen ganz gut umgehen können. Ja, also sie erleben sie zwar als Dissonanz, aber sie lösen sie gar nicht auf. Und Nira Liebermann und ich haben auch einige Kontexteffekte gezeigt, in denen Dissonanzreduktion einfach gar nicht stattfindet. Das heißt also, diese große Theorie, die sicherlich irgendwo einen wahren Kern hat, die ist nicht allumfassend. Es gibt ganz, ganz viele Situationen, wo Dissonanzen gar nicht unangenehm sind. Ich habe darüber, wenn das interessiert, in warum wir tun, was wir tun, wie die Psychologie unseren Alltag bestimmt, bei Drömer ein ganzes Buch zur Sozialpsychologie geschrieben und meine Meinung dazu. Theodis, also die Theorie der hilfreichen Dissonanzen, würde jetzt vorhersagen, dass Dissonanzen durchaus Spannung erzeugen, dass Spannung aber nicht notwendigerweise als unangenehm empfunden werden muss, sondern manchmal ist auch etwas Neues, etwas Widersprüchliches, das Gegenteil dessen, was man vielleicht denkt, spannend im positiven Sinne. Ja? Und da bei der Begründung oder auf der Suche nach Evidenz für so etwas hat mir der Aufsatz von Löwenstein ganz stark geholfen. Löwenstein schreibt 1994 über Neugier. Und es ist ein ganz revolutionärer Artikel, weil bis dahin war man sich in der Psychologie sehr einig, dass Menschen Neues irgendwie eher als unangenehm empfinden, ja, dass sie da Neues eher vermeiden oder Veränderungen eher vermeiden. Und Löwenstein zeigt eben ganz klar, dass wir neugierige Tiere sind, ja, dass wir ohne verstärkt zu werden auf Neues losgehen, dass wir neugierig sind, dass wir Lust haben zu explorieren. Und ganz interessant, er zeigt das auch, dass viele Menschenaffen das auch haben. Auch die spielen mit neuem Zeug, was ihnen in die Käfige geworfen wird, auch ohne verstärkt zu werden. Und das ist ein ganz starker Beleg dafür, dass wir von Natur aus auch neugierig sind. Wir haben dann in anderen Untersuchungen, Ron Friedman und ich zum Beispiel, gezeigt, welche Kontexte besonders geeignet wären, um Kreativität entstehen zu lassen. Das könnt ihr in einem anderen YouTube-Video sehen, wo ich über Ressourcenarbeit spreche. Naja, wenn man in die systemischen Theorien schaut, auch da wird eine Spannung nicht unbedingt als unangenehm beschrieben. Ja? Es gibt die typische systemische Verstörung, die auch als Anregung verstanden wird. Und das ist ein interessanter theoretischer Gedanke. Ja, auch hier gehen wir nicht davon aus, dass wir Menschen wehtun, indem wir sie vielleicht verstören, sondern das ist spannend. Das ist vielleicht irritierend, aber im positiven Sinne. Und wer da Lust hat, weiter zu lesen, dem sei das Buch von Ludewig empfohlen, Systemische Therapie, oder eben dieser tolle Artikel von Löwenstein. Oder eben das Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung von Schlippe und Schweizer. Im Rahmen von Theodis, der Theorie der hilfreichen Dissonanzen, nehmen wir nun weiterhin an, dass der Wechsel zwischen gegenteiligen Polen auf Prozessebene kreatives Denken fördert. Laura Dannenberg und ich und Ron Friedman und ich haben zum Beispiel gezeigt, dass der Wechsel zwischen zum Beispiel globaler Wahrnehmung und lokaler Wahrnehmung kreatives Denken aktiviert. Globale Wahrnehmung ist, wenn wir einfach versuchen, irgendwie das Ganze im Blick zu haben. Und lokales Wahrnehmen bedeutet, dass wir irgendwo reinzoomen auf ein bestimmtes Detail, zum Beispiel in einer Szene, in einem Bild. Also der Wechsel von Wahrnehmungsebenen, von Prozessebenen führt dazu, dass wir plötzlich kreativer denken, als wenn wir in einem Pol der Prozessebene stecken bleiben, also wenn wir nur global oder nur lokal denken. Wir haben das Ganze auch gezeigt im Wechsel von abstraktem und konkretem Denken und zum Beispiel vom Denken in naher Zukunft oder in ferner Zukunft. Und kreatives Denken fördert die Selbstorganisation. Ja? Das ist der Grundgedanke, der hier diesen Prozessen unterliegt. Wer dazu etwas lesen möchte, dem sei unser theoretischer Artikel über Glomosis, ein anderes theoretisches Modell, Prozessmodell empfohlen, oder eben der Kreativitätsartikel in Psychological Bulletin mit Ron Friedman.
Okay, ich glaube an dieser Stelle, dass die Theorie tatsächlich in der Lage ist, viele alte und altbekannte Phänomene zu erklären. Das müssen neue Theorien, ja, und das kann sie. Also sie kann zum Beispiel erklären, warum aus Spannungen Motivation entsteht. Das hat ja auch schon Festinger gesagt. Nur hat er eben Spannungen als unangenehmer Dissonanzen beschrieben. Und da wissen wir inzwischen mehr. Da wissen wir inzwischen, dass manche Spannungen eben auch einfach als spannend, als interessant, als anregend empfunden werden. Also da sind wir einen Schritt weiter. Wir können aber auch neue Forschungsfragen generieren, die dann auch für die Praxis relevant sind. Zum Beispiel, welche Prozessgegensätze sind spannend? Welche gibt es noch? Welche sind zum Beispiel in deiner Praxis jetzt spannend? Welche Gegensätze bedienst du? Ja, also ich arbeite zum Beispiel ganz gerne mit der Unterscheidung innen und außen, dass Klienten und Klientinnen bei mir die Möglichkeit haben, auch mal ganz emotional zu sein, also ganz ins Innenleben zu gehen und sich schlimme Situationen zum Beispiel noch einmal vorzustellen. Das wäre also nach innen gehen. Und gleichzeitig mag ich es total gerne, wie ja auch viele systemische Methoden anraten und beinhalten, dass man mal wieder nach außen geht, ja, also in die Metaperspektive. Und auch da finde ich diesen Wechsel von innen nach außen, von außen nach innen, von innen nach außen, von außen nach innen einfach spannend. Und genauso könnte man sich ja überlegen, sind ja auch solche Gegensätze wie Stützen und Stabilisieren des Klienten und Irritieren irgendwo Gegensätze, die man abwechseln kann. Ja, und ich glaube, das könnte eine endlose Liste sein mit Prozessunterschieden, die noch erforscht werden können. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das, was ich jetzt gesagt habe, nicht in allen Kontexten nützlich ist oder dass Spannungen zum Beispiel auch in allen Kontexten als angenehm empfunden werden. Das glaube ich auch nicht. Ja, es gibt sicherlich Kontexte, zum Beispiel solche Kontexte, in denen Unsicherheit regiert, in denen Neues, in denen Gegenteiliges weniger willkommen ist. Das haben wir auch, Ron Friedman und ich, in unserer Forschung immer wieder gezeigt, dass Situationen der Unsicherheit nicht besonders geeignet sind, um kreative Prozesse zu triggern und zu aktivieren. Und ja, man könnte natürlich noch viel mehr ins Detail gehen. Also wie könnten denn diese Wechsel gestaltet werden? Ich würde das nicht so behavioristisch angehen, dass man sagt, okay, das Ideale ist 10 Minuten das, 20 Minuten das, 10 Minuten das, 20 Minuten das, also sowas irgendwie, das wäre für mich irgendwie eine ziemlich bescheuerte Forschungsfrage. Aber man könnte sich überlegen, was so Punkte wären, wo ich als Therapeut oder als Therapeutin das Gefühl habe, ich könnte wechseln. Und aus meiner Beobachtung meiner eigenen Arbeit und meiner, ja, meiner eigenen Praxis kann ich sagen, dass ich dann wechsle, wenn ich merke, ich stecke in irgendeiner Sackgasse, ich komme irgendwie nicht weiter oder es gibt irgendeinen Stillstand. Und das könnte man auch tatsächlich erforschen, ob das eine gute Strategie ist. Und es könnten sich ganz viele weitere Forschungsfragen daraus ergeben. Ich gebe das alles an euch und freue mich auf Feedbacks. Falls ihr jetzt so ein bisschen Blut geleckt habt und die Sozialpsychologie spannend findet, dann, ich habe das ja irgendwie auf sozialpsychologischer Forschung basiert, dann kann ich euch empfehlen, da mal reinzugucken. Diese Vorlesung für die Zeit habe ich vor 7 Jahren produziert mit der Zeit und mit Martin Spivak. Und das war ein spannendes Abenteuer und ich finde, das ist immer noch gut, was ich da besprochen habe. Und ja, guckt doch mal rein. Oder vor kurzem habe ich dieses Buch geschrieben, Warum wir tun, was wir tun, wie die Psychologie unseren Alltag bestimmt. Da fasse ich mein gesamtes sozialpsychologisches Wissen zusammen aus einer systemischen Perspektive und aus einer Perspektive der positiven Psychologie. Und naja, andere Bücher habe ich auch noch geschrieben. Das letzte ist Schublade auf, Schublade zu, die verheerende Macht der Vorurteile. Darüber wird es vielleicht in einer der nächsten Vorlesungen hier gehen, denn ich glaube, dass Vorurteile und Diskriminierung auch bei uns in der Therapie beachtet werden müssen und dass sie teilweise auch da ziemlich gefährlich sind. So. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und mehr noch, es hat euch inspiriert. Wir sehen uns. Tschüss. Und immer dran denken, es könnte auch alles ganz anders sein.